Ja, danke schön. Namen zusammen. Ich finde immer toll, Kollegen von mir fangen immer erst mit ihrem Namen an und erklären den großen und breiten für das Publikum, damit das Publikum den behält. Ich schenke mir das. Ich kenne das bei meiner Mutter. Ist vor 27 Jahren bei Jürgen von der Lippe im Kabarett gewesen. Und seit dem Tag, wenn ich die frage, was im Kabarett, ja, sag, wo, bei wem, wie hieß der? Weiß ich nicht. Etwa nicht Jürgen von der Lippe. Ja, und wenn du immer erzählst, Chris, wer es nicht ist, dann brauchst du mit dem Namen auch gar nicht viel großen Umstände machen. Wenn es in Musik geht, war es immer nicht Udo Jürgens, darum ist es immer ganz einfach. Ich sage immer, merkt euch einfach Ingrid Kühne extra scharf, wie der Senf, jetzt nicht bezogen auf meine Figur. Ja, Figur extra scharf, das wird jetzt nicht passen. Ich hatte Anfang des Jahres auch überlegt, ich denke, du musst unbedingt mal 10 Kilo abnehmen. Es fehlen nur noch 13. Ja, es ist doch schlimm genug. Es ist doch schlimm genug, dass wir heutzutage in so einer Gesellschaft leben, wo der BMI wichtiger ist als der IQ. Ja, oder? Mein Mann, der fing immer damit an. Ingrid, dein BMI, Ingrid, dein BMI. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. BMI, ich habe gedacht, das heißt wieder, boah, Mann, Ingrid. Ja, von wegen. Das heißt irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, irgendwie Body muss in die Inventur oder sowas. Und das Beste ist, das kann man ausrechnen, den BMI. Irgendwie Größe mal Gewicht geteilt durch Donnerstag, irgendwie sowas. Ne? Und ich ärgere mich darüber. Weißt du, ich stehe morgens auf der Waage, da kommt der im Badezimmer und sagt, na Schatz, was wiegst du? Ich sage, suchst du Streit oder was? Ja, Männer sagen das so dahin, dass sie oh Schatz, sag doch. Ich sag nein. Sag doch bitte, nur die ersten drei Zahlen. Naja, heißt ja immer so schön glücklich verheiratet. Er ist glücklich und ich bin verheiratet. Nein. Das sind so Sachen und ich ärgere mich. Und mach doch mal, guck doch mal rum. Egal wo, du hast da immer mit zu tun. Mein Gott, ich hatte auch mal 3900 Gramm, da mach ich kein Hehl draus. Ja, aber ich weiß noch aus Erzählungen, muss ich sagen. Die Hebamme hat damals zu meiner Mutter gesagt, freuen Sie sich, das Kind hat in einem Monat ein Kilo zugenommen. Schön. Der sagt, meine Mutter, was ist denn da schön dran? Dann hat die 117 Kilo, wenn die in die Schule kommt. Sie hat fast recht gehabt, aber ich bin sie in die Schule. Nein, das sind so Sachen und da ärgere ich mich. Es geht nur noch über das Gewicht, mach doch mal das Fernsehen an. Wenn ich die Toffifee-Werbung sehe, da kriege ich so einen Hals. Da kommen die rein. Vater, Mutter, drei Kinder. Hallo, drei eine Packung. Da sind 15 Stück dran. Die schaffe ich in 6 Minuten 32. Ja, das ist doch so, oder? Wenn das du nicht so, als wenn du damit. Egal, was du hast. Oder ich sag mal, Tupper-Partys. Kennt ihr Tupper-Partys? Tupper in Begriff, ne? Für die Männer, das ist, wenn die Frauen irgendwo hingehen und sich die Dosen zeigen. Das ist. Ja. Und dann sag ich immer, das ist der Knaller. Dann steht da so eine Tupper-Beraterin und sagt: Diese Dose hier ist total toll für Chipsreste. Und 20 Chipsreste. Bei dem Satz merke ich immer ein völlig normales Publikum. Das ist der Knaller. Oder du gehst bei McDonald's rein, das ist auch so ein Ding, finde ich immer. Weißt du, wenn du so auf der Autobahn bist, hast du ein bisschen ein kleines Hüngerchen so, ne? Ja, da springst du da eben schnell rein. Ja, da kommt
die Bedienung, meistens Männer, verstehe ich auch nicht, aber ist egal. Da steht der da und er sagt, bitteschön, herzlich willkommen bei McDonald's. Ne? Ich sag, ja, ich sag, tust du mir mal eben Big Mac, Hamburger, TS, McRib, 20er Nuggets, große Pommes, zweimal Ketchup, zweimal Mayo. Dann guckt diese kleine dich an und sagt, und eine Cola Light. Machst du mir mal direkt auf das kleine rote Tablett noch einen kleinen Schnaps dabei? Ich sag, sind wir bei McDonald's? Ich sag, dann machst du mir einen Mac-Schnaps. Das ist mir doch egal. Das ist ja so was erhält. Und er geht heutzutage nur noch mit Alkohol. Ehrlich. Weißt du, mein Mann, der kann Sätze sagen, sagt der Ingrid, wo ist das Bier? Ich sag, hast du mal auf der Uhr geguckt? So, da habe ich, da ist es nicht. Der macht Sachen, der stellt einen leeren Bierkasten vor der Haustür, dass er drüber fällt. Dann schreibt Zettel. Leer gut. Voll besser. Weißt du, und dann muss ich, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dann muss ich mit dem Leergut zu diesem Automaten. Kennt ihr die Leergutautomaten? Du stehst vor diesem Automaten. Du steckst die Flasche da rein. Die dreht sich 648 Mal. Da stehen Sicherheitshinweise dran. Etikett nach oben, Logo nach oben, keine Flaschen, keine Reste, kein Dingens da mehr drin, keine Reste, nichts mehr drin. Und das Ding hat mehr Sicherheitshinweise wie eine Kreissäge, wirklich. Und du stehst davor, das Ding dreht sich 648 Mal, die Flasche kommt raus, es macht Ping und dann steht da, Flasche ist zerdrückt. Dann guckst du dich um, dass dich auch keiner sieht. Du nimmst die Flasche, du drehst die vorsichtig auf, du guckst nochmal und dann stehst du vor so einem Leerautomaten und bläst dir so eine Hammerklappe in diese Flasche rein, nur dass die Deutschen da rauskommen. Du stehst, du hast den Kopf, als hättest du der Hölle angeblasen. Irgendwann macht diese blöde Flasche plopp. Freust dich wie ein Kleinkind. Für 25 Cent. Du drehst den Doppel da wieder drauf, du steckst den rein. Die dreht sich 608 und du stehst voller Spannung da und denkst, lieber Gott. Und ihr wisst alle, was dieser Automat dann macht. Der nimmt die an und zerdrückt die. Selber, ne? Nein. Und wenn deine Frau 46 Flaschen weggebracht hat und du fragst, was hast du den ganzen Tag gemacht, dann kannst du dir ab jetzt sparen. Und jetzt mal ehrlich, wenn du nach so einem Event nach Hause kommst, dann kannst du eins ertragen, aber dann macht dich ein Telefonklingel schon aggressiv. Und wenn dann noch so eine auswendig gelernte dran ist, spreche ich mit Frau Ingrid Kühne, schön, dass ich Sie erreiche, dann habe ich so einen Schweller. Und wenn dann noch eine ist von der Telekomiker, dann kriege ich Anfälle. Und die haben ja Ideen. Ja, Frau Kühne, wir wollten Sie kurz informieren, wir müssen umstellen von ISDN auf IP. Nein, ich sage, müsst ihr nicht. Doch, wir müssen nur nein. Ich sage, bei mir nicht, es läuft. Wir stellen um, da braucht keiner
die denen das Ohr, da läuft ja schon der Schweiß neben der Haare an dem Telefon entlang. Frau Pieter, das ist ganz einfach. Wir stellen das nur ganz kurz um. Und Sie haben ja den Speedbot 9. Sie schicken den neuen Speedbot 921V. Da können Sie die dreigeteilte Zugangsbox vom ISDN-Anschluss weiter benutzen. Sie müssen dann nur die entsprechenden Kabel in die grüne, nicht in die... Und dann sehen die, haben Sie mich verstanden? Ich sage, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin bei dem Satz, schön, dass ich Sie erreiche, schon aufgestiegen! Mann, und dann ist der Knaller, da kommt das Paket. Das ist ja so groß, als wenn du Geburtstag hättest, ne? Dann packst du das aus, da stehen die Echte. Und dann ist dann, weißt du, du musst jetzt auf alle Viere und du musst in diese Ecke kriegen. Warum sind solche Dinger nicht direkt passend neben dem Hauseingang? Nein! Die sind irgendwo in der tiefsten Ecke des Zimmers. Meistens ist der Schreibtisch da drüber. Du gehst auf alle Viere. Du kriegst in diese Ecke. Du ziehst diese Stecker aus irgendwelchen alten Dingern raus. Du musst sie in dieses neue Gerät stecken. Du weißt aber nicht, wohin. Und strecken kannst du nicht. Du hast nämlich die Taschenlampe im Mund, damit du überhaupt was siehst. Wenn ihr alle Kabel in diesem neuen Gerät habt, geht nix. Ja, verdammt viele Telekom-Kunden hier. Nein, der Knaller ist doch, du sitzt da und denkst, super, genau was du erahnt hast, es geht nix. Und dann rufst du da an. Service Hotline. Ich sag, in der Frittenbude kriegst du Fritte. In der Fleischerei kriegst du Fleisch. Warum heißt der Scheiß Service Hotline? Das ist der letzte Scheiß. Das Beste ist, das Gerte. Müsst ihr euch vormachen, das ist der Knaller. Du rufst da an und dann sagt die, ab hier warten Sie 15 Minuten. Ich sag, logisch, weil ihr nur Scheiße macht. Darum sind die alle im Gespräch, die Berater. Dann seht ihr, wenn Sie eine Frage haben, sagen Sie eins. Eine Frage. Ich rufe doch da nicht an, wenn ich Pizza bestellen will. Mann, und dann seht ihr, wenn Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben, sagen Sie vier. Ja, Telekom, vier. In dem Moment hast du vielleicht schon zwei gesagt, weil jedes normale Unternehmen hätte eins, zwei, drei. Nein, die Telekom hat eins und dann kommt die vier. Völlig durch. Wenn Sie einen Berater sprechen wollen, sagen Sie sieben. Wollen? Ich muss? Und wenn dann einer drankommt, erklär mir einer, warum sprechen die Sächsisch? Und sagen, schenken doch, das kann ich was tun. Jetzt stell dir statt vor, da sitzt eine kölsche Mädchen, was hat sie? Das hört sich doch schon netter an. Da seht ihr, das Beste ist doch immer, sie rufen gerade an, es ist was kaputt. Ne, ich sag, ich hatte nur Lust, mit jemandem zu sprechen. Ist ihr Telefon kaputt? Sag, sicher. Ich sag dann, wenn ich von dem Anschluss aus anrufe, wird ja nicht kaputt. Ich müsste mal eure Nummer haben. Ich sag, was für eine Nummer? Der die kaputt ist. Ich sag, 02801, wo ist denn das? Ich sag, wie, wo ist denn das? Ich sag, Zante. Alter, weiß ich gar nicht, wo das liegt. Ich sag, da musst du auch nicht wissen. Ich sag, mach das Telefon heil. Meint sie, glaub ich, zum Grillen ein oder was? Und dann kommen so Sätze wie, geht gar nicht, nein. Das Telefon geht nicht ein. Geht denn das Internet? Nein! Wenn Sie so an den Computer versuchen, die Stadt
Tja, ich würde sagen, wir messen das gleich mal durch. Ich gebe Ihnen mal eine Internetadresse, können Sie sehen, ob das schon mal. Ich sage euch, da ist. Könnt ihr euch vorstellen, 3 Tage ohne Internet, da bin ich noch aggressiver. Deswegen sage ich euch auch, meine Zeit die ist jetzt um. Ihr wart ein super geiles Publikum. Ich verschwinde jetzt hier von der Bühne und sage Tschüss, Stefan.